eine schwimmende Kleinstadt für 8000 Menschen. Die Baukosten betragen 1,5 Milliarden Euro. Müssen wir ein paar Kreuzfahrten verkaufen, damit wir das wieder zurückkriegen. An Bord gibt es Luxus pur für die Superreichen. Um das Wohl der Suitengäste kümmert sich der persönliche Butler, der Royal Genie. Der Genie-Faktor. Ich denke, das ist das Vertrauen, das wir zwischen den Gästen und uns aufbauen. 131.000 PS treiben den 362 Meter langen Koloss an. Im Bauch des Schiffes laufen 6 riesige Dieselmotoren rund um die Uhr. Wir haben hier viele Pferdestärken und ich würde sagen, die sind sehr durstig. 6.300 Gäste müssen versorgt werden. Die Küche produziert jeden Tag 30.000 Mahlzeiten. Der Druck ist schon da, weil wir müssen natürlich auch schauen, dass wir das richtige Essen auf dem Teller haben. Die Harmony of the Seas. Der Hafen von Barcelona. Die Harmony of the Seas wartet auf neue Gäste. Mit 6.300 Passagieren und 10.000 Koffern geht es auf Tour. 7 Tage dauert der Rundtrip durch das westliche Mittelmeer. Verladestress am Kai. Vorfreude auf Deck 5. Hier befindet sich die Royal Promenade. Das ist das Herzstück des Schiffes. Auf rund 150 Metern erstreckt sich ein Einkaufsboulevard mit Bars, Restaurants und Shops. Giuseppe Campagna überwacht als stellvertretender Hoteldirektor das Einchecken der Gäste. Heute ist ein anstrengender Tag. 6.300 Gäste verlassen morgens das Schiff. Und kurz danach, zwischen 10 Uhr und 13 Uhr, kommen bis zu 6.300 neue Passagiere. Die Reederei setzt bei ihrem Flaggschiff auf Hightech. Jeder Gast kann auf Wunsch ein sogenanntes Wow-Band kaufen für 5 Euro. Das Wow-Band kann man einfach überall hin mitnehmen. Man trägt es einfach am Handgelenk wie eine Uhr. Und wenn man dann an die Bar geht, kann man damit einen Drink bezahlen, indem man einfach das Band an ein Lesegerät hält. Diese Lesegeräte haben wir überall installiert, in allen Geschäften, Bars, Restaurants und Tourshops. Das Schiff der Flotte verfügt über megaschnelles Satelliten-Internet. Passagiere und Crew, und das sind mehr als 8000 Menschen, können damit gleichzeitig im Netz surfen und Urlaubsbilder an die Liebsten daheim versenden. Zur besseren Orientierung finden sich außerdem überall an Bord Computermonitore. Was wir auch eingeführt haben, sind unsere digitalen Touchscreens, die sich auf allen Decks befinden, jeweils bei den Fahrstühlen vorne und hinten am Schiff. Wir nennen sie Wayfinders, da sie einfach nur ihre Kabinennummer eintippen und der Weg zur Kabine wird gezeigt. Ein paar Stockwerke tiefer ist die Beladung in vollem Gange. Das Schiff bekommt in Barcelona tonnenweise frische Lebensmittel. Die Urlauber haben mächtig Hunger. 8000 Kilo Rind, 7000 Kilo Huhn und 6000 Kilo Schweinefleisch werden pro Woche verspeist. Küchenchef Franz Blum muss täglich mehr als 8000 Menschen versorgen. Die Wuchtigkeit vom Schiff mit so einer Größe und die Länge, 350 Meter lang, ist natürlich schon was. Und hier ist es sehr gut auf der I-95, wie ich sagen eben. Das ist der Korridor, wo eigentlich das ganze Schiff unten durchgeht. So, hier ist das Hart vom ganzen Schiff, wo das Ganze passiert. Die ganzen Deliveries, das ist natürlich alles, kommt hier durch. So, hier ist mehr oder weniger die Lebenslinie vom Schiff. Wir haben mehr als 2000 Angestellte. Wir haben Schiffe in der Fleet, die haben 2000 Gäste. So, die Relation zu den Schiffen ist natürlich schon beeindruckend. Der 46-Jährige checkt die Lagerräume. Wenn die Lieferanten keine Topware anliefern, dann lässt Blum die Paletten zurückgehen und der Lieferant bekommt keine Aufträge mehr. Denn bei den Mengen, die an Bord verbraucht werden, kann der Küchenchef nicht spontan auf irgendeinem Markt einkaufen gehen. Er braucht allein 12.000 Kilo Melonen pro Woche. Zum Beispiel mit den Bananen, da haben wir 3 verschiedene Stages. Stage 1, Stage 2, Stage 3. Die kommen in verschiedenen Stages. So, die sind reif, ready to eat. Und dann haben wir die, wo ein bisschen mehr brauchen. Und dann die, wo halt dann gar nicht zum Essen sind momentan. Und bei der Ende der Cruise, so 7 Tage, dann sind sie natürlich richtig zum Essen. Franz Blum fährt seit 7 Jahren zur See.
Doch die Harmony ist selbst für ihn eine neue Herausforderung. Besonders was die Logistik angeht. Die ganzen Köche, was passiert, die Stationheads, die mit dem roten Schal, die machen die Bestellung am Tag vorher. Und dann sagen sie, was sie brauchen. Dann setzen wir sie hier runter zur Provision. Und dann Provision, die werden alles vorbereiten. So, die hauen alles auf ein Palett, ready to go für die Köche. Die nehmen sie dann hoch, bringen sie in den Sanitation Room, wo alles gewaschen wird, in einen Plastikcontainer rein und dann kommt es hoch in die Küche. So, die ganzen Kartenboxes, die bringen wir gar nicht hoch in die Küche. Die frischen Produkte kommen von lokalen Produzenten aus Europa. Tiefgefrorene Waren werden aus den USA angeliefert. Jede Woche kommt hier ein Container. So, wenn du 20 Container hast und du machst einen Fehler mit jedem Container, das machst, heißt 20 Mal jede Woche. Bis das innerhalb von 2 Monaten muss das wieder richtig sein. So musst du schon aufpassen, wenn du was, die Bestellungen machst. Franz Blum arbeitet 4 Monate am Stück. Erst danach hat er 2 Monate frei. Für ihn und alle Crewmitglieder gilt an Bord die 7-Tage-Woche. Die Mittelmeerkreuzfahrt beginnt. Alle 2744 Kabinen sind belegt. Das Schiff ist ausgebucht. Kapitän Gus Anderson befehligt den 227.000 Bruttoregistertonnen großen Koloss. Ihm stehen 6 Dieselmotoren mit 131.000 PS zur Verfügung. Der Kapitän kann richtig Gas geben. Das Schiff erreicht dann eine Spitzengeschwindigkeit von gut 45 Stundenkilometern. Für den Antrieb sorgen 3 sogenannte AZ-Pods. Das sind Antriebsgondeln, die unter dem Rumpf des Schiffes angebracht sind. Here are the controls for the 3 AZ-Pods. Wir haben hier die Steuerung für die 3 AZ-Pods. Wenn wir auf See sind, wie jetzt gerade, dann stehen für jeden AZ-Pod 20 Megawatt Energie zur Verfügung. Wenn wir Wendemanöver durchführen, dann sind es noch 10 Megawatt. Wir können die AZ-Pods synchron, also zusammensteuern, oder unabhängig voneinander bedienen. Von diesem Steuerpult aus kann ich die einzelnen AZ-Pods in jede beliebige Richtung drehen und dann wird der Propeller das Schiff in die Richtung lenken, in der ich das möchte. Rückblick. Im März 2016 wurden die Edelstahlpropeller auf die Antriebsgondeln montiert. Jeder Propeller hat einen Durchmesser von mehr als 6 Metern und wiegt rund 26 Tonnen. Anschließend werden die AZ-Pods per Kran millimetergenau an den Rumpf montiert und anschließend getestet. Gebaut wurde der Megaliner in der STX-Werft in Frankreich. Für die Überwachung von Maschinenraum und AZ-Pods ist Chefingenieur Harry Kulmayavi zuständig. Der Finne befehligt den Kontrollraum des Schiffes, das technische Herzstück. Von hier aus lassen sich alle Bereiche des Megaliners überwachen. Hier laufen auch alle Fehlermeldungen auf. Wenn irgendwo ein Feuer ausbrechen sollte, dann schlagen Sensoren sofort Alarm. Zusätzlich werden sensible Bereiche wie der Maschinenraum mit Kameras überwacht. Der Kontrollraum ist rund um die Uhr, 7 Tage die Woche besetzt. Ich habe 3 Ingenieure, die sich alle 4 Stunden ablösen. Zusätzlich patrouillieren 3 Techniker im Maschinenraum und erstatten dem wachhabenden Offizier sofort Bericht, wenn sie etwas Ungewöhnliches bemerken, ein Ölleck beispielsweise. Der Kontrollraum steht auch in ständigem Kontakt mit der Brücke. Regelmäßig wird ein Notfallmanöver durchgeführt. Der wachhabende Offizier muss in wenigen Sekunden die Kontrolle über die AZ-Pods übernehmen können. Denn im Notfall soll das Schiff von hier unten gesteuert werden. Während der Übung meldet sich ein Techniker aus dem Maschinenraum. Hier ist der Kontrollraum. Der Chefingenieur spricht. Ja, Dieselmotor 1 läuft wieder. Keine Probleme bei euch. Ich werde den wachhabenden Offizier informieren. Vielen Dank. Wir haben ein Notfallprotokoll. Hier stellt man auf langsame, mittlere oder volle Geschwindigkeit. Wenn es oben ein Problem gibt und aus irgendeinem Grund die Geschwindigkeit nicht mehr kontrolliert werden kann, dann bedienen wir das Schiff von hier unten. Natürlich nach den Befehlen des Kapitäns. Wir haben auch ein sogenanntes dynamisches Schiff-Positionssystem. Oben auf der Brücke drückt der Kapitän 2-mal einen Knopf und dann bleibt das Schiff in Position.
Dank der AZ-Pods und der Seitenstrahlruder. Bewegt sich das Schiff einen Meter zur Seite, dann bringt der Computer es per Satellit in die Ausgangsposition zurück. Auf diesem Riesenschiff spüren die Urlauber weder den Wellengang noch die Tatsache, dass die Harmony mit rund 40 Stundenkilometern übers Meer gleitet. Die Urlauber surfen auf einer künstlichen Welle, fliegen per Zipline übers Schiff, spielen Tischtennis oder erklimmen eine Kletterwand. Auf dem Sportdeck stehen auf rund 66.000 Quadratmetern alle Arten von Sporteinrichtungen zur Verfügung. Dass den Urlaubern nicht langweilig wird, dafür sorgen Helen Francis und ihre Kollegen. Wir sind hier auf dem Sportdeck der Harmony und unsere Gäste können unter vielen Sportarten wählen. Du hast die Zipline, den Flowrider und unsere neue Attraktion, die Trockenrutsche. Du kannst hier auch Basketball spielen oder an einem Tischtennisturnier teilnehmen. Wir haben auch zwei Kletterwände auf Deck 7, die gut 20 Meter hoch sind. Die Gäste haben wirklich viele Wahlmöglichkeiten. Die Passagiere müssen für die Benutzung der Sportanlagen nichts extra zahlen. Helen ist seit 2 Jahren bei Royal Caribbean unter Vertrag. Die 25-Jährige hatte nach ihrem Studium einen Job gesucht, der Sport und Reisen verbindet. Wir Sportbetreuer haben einen Vertrag für 7 Monate. Danach haben wir 2 Monate frei und können entscheiden, ob wir erneut anheuern. Nicht alle kommen zurück, man ist schon lange von zu Hause weg. Aber für mich ist das eine tolle Chance, um die Welt zu sehen und neue Leute kennenzulernen. Ja, wir arbeiten jeden Tag, aber die Zeit geht dadurch auch schnell rum. Die 7 Monate vergehen wie im Flug und dann genießt man seinen Urlaub zu Hause. Zurück bei Chefingenieur Hari Kulmayavi. Der inspiziert bei seinem Kontrollgang die Motoren, die die riesigen Antriebsgondeln in die gewünschte Richtung drehen. Die AZ-Pods selbst werden mit Energie aus Generatoren angetrieben, die wiederum von den Dieselmotoren gespeist werden. Das ist eine Antriebseinheit. Der AZ-Pod selbst ist hier unter dem Rumpf im Wasser. Das ist im Grunde ein riesiger Elektromotor. Und hier oben sehen wir die Kühlungseinheit. Beim Antrieb der AZ-Pods entsteht sehr viel Hitze und deshalb müssen wir die Einheit kühlen. Und dann haben wir hier 4 Steuerungsmotoren, mit denen wir den AZ-Pod 360 Grad drehen können. Je nachdem, ob wir gerade ein Manöver fahren oder für den Antrieb des Schiffes. Wenn wir das Schiff bei voller Geschwindigkeit stoppen wollen, dann können wir die Gondeln drehen und so die Harmony in 5 Schiffslängen anhalten. Rund 1800 Meter, das ist der Bremsweg. Der Chefingenieur ist auch für die Dieselaggregate zuständig. Der Maschinenraum erstreckt sich über mehrere Stockwerke. Die 16 Zylindermotoren sind etwa 30 Meter lang und 15 Meter hoch. Jeder Zylinder hat einen Kolbendurchmesser von 46 cm und einen Kolbenhub von 58 cm. Und das bedeutet, wir haben einen Hubraum von 100 Litern. Jedes Dieselaggregat hat gut 17.000 PS. Und bei diesen vielen Pferdestärken ist es kein Wunder, dass die Motoren durstig sind. Auf dem ganzen Trip von und nach Barcelona verbrennen wir 900.000 Kilo Treibstoff. Das Riesenschiff wartet mit 6 verschiedenen Poollandschaften und 18 Whirlpools auf. Auf Deck 18 gibt es als neues Highlight die Wasserrutschen mit den klangvollen Namen Supercell, Typhoon und Cyclone. Zusammen heißen sie schlicht Perfect Storm, der perfekte Sturm. Helen Francis kontrolliert den Eingang zur Rutsche. Wir zählen alle, die nach oben gehen, denn wir wollen wissen, wann es voll ist und wann nicht. Deshalb klicke ich alle, die rutschen wollen. Dann haben wir Daten für eine Statistik und danach können wir unsere Mitarbeiter richtig einteilen. Es dürfen nur Kinder in die Rutsche, die größer als 98 cm sind. Solche Sicherheitsbestimmungen werden strikt eingehalten. Helen gibt zudem Tipps, wie man sich am besten in der Rutsche verhält. Die 25-Jährige wechselt am Tag mehrmals ihren Einsatzort. Das macht den Job abwechslungsreicher. Mit ihren Kollegen verbindet sie etwas Besonderes. Auf den anderen Schiffen kommen und gehen die Leute, alle zu verschiedenen Zeiten. Man hat einige Freunde, viele kennt man kaum.
Das Gute hier auf der Harmony ist, dass wir alle zur gleichen Zeit auf das Schiff gekommen sind und viele von uns werden zur selben Zeit gehen. Schon nach einer Woche waren wir alle wie eine Familie. Auf dem Megaliner gibt es einige Bereiche, die nur den VIP-Passagieren vorbehalten sind. Dieses Restaurant dürfen nur Suite-Gäste betreten. Ihnen steht auch ein persönlicher Butler zur Verfügung. Reno Wakewisser ist der Royal Genie an Bord. Ich möchte für meine Gäste aus der Royal Loft Suite einen Tisch reservieren. Zwei Personen heute Abend für 20 Uhr bitte. Das habe ich eingetragen. Wonderful. Das ist ein Bereich exklusiv für die Suite-Gäste. Wenn Sie sich hier von dem Hustle und Bustle, dem hektischen Treiben an Bord, etwas zurückziehen wollen, dann können Sie hier ganz entspannt zu Mittag essen. Hier haben wir auch eine Concierge-Lounge. Da servieren wir Cocktails und Häppchen von 5 bis 8:30. Mit dem tollen Ausblick ist das eine super Location, um zu entspannen. Im abgeschotteten Wohnbereich der Suite-Gäste ist alles etwas großzügiger. Die Flure sind breiter, die Ausstattung ist edler. Wir sind jetzt hier auf Deck 17. Hier befinden sich die Royal Loft Suiten auf der Harmony of the Seas. Das ist ein sehr privater Bereich, nur für die Suite-Gäste. Hier haben sie ihre Ruhe. Hier läuft niemand herum, der hier nicht wohnt. Das ist ein exklusiver Bereich. Diese zweistöckige Loft Suite ist gut 98 Quadratmeter groß und kostet pro Woche für zwei Personen bis zu 15.000 Euro. Guten Morgen. Morgen, Reno. Rowan, wie geht es dir? Sehr gut. Fantastisch. Wie läuft es mit den Gästen? Sehr gut. Sie waren echt von der Suite begeistert. Fein. Ich glaube, Sie sind gerade am Pool. Tu mir bitte einen Gefallen und gib Ihnen diese Liste. Hier sehen Sie nochmals unsere Serviceleistungen. Muss ich noch etwas über die Gäste wissen? Nein, Sie fühlen sich wohl und ich gebe Ihnen später die Liste. Wonderful. Happy with the room and I would definitely give this for them. We need to always anticipate. Wir müssen immer vorausschauend denken und die Wünsche der Gäste erahnen. Wir finden heraus, was unsere Gäste wollen und was sie bevorzugen. Und wir versuchen immer noch einen draufzusetzen. Wir empfehlen Dinge, auf die sie alleine vielleicht gar nicht gekommen wären. Zur Suite gehört auch ein 20 Quadratmeter großer Balkon. Guten Morgen, Liebste. Wie geht es? Gut, alles läuft. Es ist ein wirklich schöner Tag heute. Die Harmony hat inzwischen in Marseille angelegt. Die Zeiten haben sich geändert. Es gibt eine stärkere Nachfrage nach großen und luxuriösen Kabinen. Die Leute erwarten mehr Service und wir müssen immer mehr bedenken, dass wir zwar auf einem Schiff sind, aber uns letztlich mit den großen 5-Sterne-Hotels an Land messen müssen. Wir müssen dieselben Leistungen bieten und den Urlaub an Bord zu einem besonderen Erlebnis machen, damit die Leute wiederkommen. Rückblick. Im Februar 2016 ist das Schiff eine riesige Baustelle. Auf der Werft im französischen Saint-Nazaire arbeiten mehr als 3000 Arbeiter fieberhaft an der Fertigstellung des Megaliners. In Zahlen: Sie verlegen 2500 Kilometer Kabel, 50.000 Quadratmeter Teppichboden und verbrauchen rund 300 Tonnen Farbe. Von Seiten der Reederei überwacht Vizepräsident Raimund Gscheider die Arbeiten. Das Schiff gehört aber noch der Werft. Der gebürtige Österreicher und seine Kollegen haben hier nur einen Gaststatus. Bis jetzt, vor einer Woche, hat man nur Gerüste gesehen und Verkleidungen. Und das ist mittlerweile jetzt alles weg. Ein neues Design-Highlight begeistert selbst den Kreuzfahrt-Profi. Die verschiedenen Abschnitte, die bewegen sich individuell. Und alle 15 Minuten richtet sich das Gesicht und der Kopf in eine andere Richtung. Und zwischenzeitlich drehen sich die Ringe und es gibt eine ganz unterschiedliche Skulptur, die sich da 24 Stunden am Tag dann praktisch bewegt. Knapp 3 Jahre hat der Bau des größten Kreuzfahrtschiffes der Welt gedauert. Entsprechend hoch ist auch der Preis des Megaliners. 1.500.000.000 Dollar, US-Dollar. Das kostet so ein Schiff ungefähr. Und müssen wir ein paar Kreuzfahrten verkaufen, damit wir das wieder zurückkriegen. Peter Roy ist der Umweltoffizier an Bord. Er überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Das Riesenschiff verbrennt so viel Energie wie eine Kleinstadt, unter anderem um täglich 2,1 Millionen Liter Frischwasser zu produzieren. Das ist eine der Mikrofiltereinheiten.
Jetzt gerade, wo wir noch nicht ausgelaufen sind, ist sie noch nicht in Betrieb. 100 Mikrons, das sind wirklich ganz feine Filter, um aus Salzwasser Frischwasser zu machen. Very fine filter that we have. Lass uns die UV-Desinfektionseinheit anschauen. UV-Desinfektion Unit. Alle Abwässer werden an Bord gereinigt und nur sauberes Wasser zurück ins Meer gepumpt. Hier drin haben wir die UV-Lichtdesinfektionseinheit. Und wie immer haben wir zwei Systeme an Bord. Falls eins ausfällt, können wir auf das Notaggregat umschalten. Am Ende der Reinigungskette arbeiten wir mit UV-Lichtbestrahlung. Wir arbeiten nicht mit schädlichen Chemikalien wie Chlor, um das Schmutzwasser zu desinfizieren. Wir benutzen starkes UV-Licht dafür und das Ergebnis hat wieder Trinkwasserqualität. Die Harmony hat einen neu gestalteten Rumpf und ein neuartiges Bubble-System. Ein Kompressor erzeugt einen Teppich von Mikrobläschen, damit das Schiff darauf geschmeidig über das Meer gleitet. Allein dieses System reduziert unseren Kraftstoffverbrauch um 3%. 3% klingt erstmal nicht viel, aber übers Jahr gerechnet sparen wir dadurch Millionen Kraftstoffkosten ein. Und wir reduzieren die Kohlenwasserstoffemissionen. Dieses Schiff soll kein reines Transportmittel mehr sein, sondern ein Urlaubsziel mit Freizeitparkcharakter. Durch die enorme Breite von 66 Metern kamen die Konstrukteure auf die Idee, eine grüne Oase mitten auf dem Schiff zu schaffen. Dafür wurden rund 20.000 Pflanzen und Dutzende von Bäumen angeliefert. Die revolutionäre Bauweise der Harmony erlaubt es zwischen den beiden Wohnblöcken, einen riesigen, nach oben offenen Innenhof zu begrünen, den sogenannten Central Park. Für die Urlauber ein einmaliges Erlebnis. Und ein einmaliges Wagnis für die Reederei. Denn das Schiff ist ständig unterwegs in unterschiedlichen Klimazonen. Chefgärtner Thomas Brownlee war am Anfang skeptisch, ob das Experiment mit dem Park auf See gelingen kann. George, wir müssen diesen Behälter rausheben und prüfen, ob der Wasserablauf verstopft ist. Kannst du das bitte anheben? So, you wanna yank that out for me? Okay. So in Central Park. Hier im Central Park sind alle Pflanzen echt. Und wenn wir den Park mit etwas Abstand betrachten, dann sieht es aus wie zu Hause im Garten. Pflanzen und Erde. Aber dieser Behälter passt nur genau an diese Stelle. Er wird nirgends sonst im Park eingesetzt werden können. Es ist wie ein Puzzlespiel. Ein vollautomatisches Bewässerungssystem springt mehrmals am Tag an. Zusätzlich werden die Pflanzen an besonders heißen Tagen von Hand gewässert und gekühlt. Wenn die Pflanzen hier überleben wollen, dann müssen sie sich anpassen. Einigen gelingt das, andere nicht. Über die Jahre haben wir gelernt, welche Pflanzen sich an die ständigen Klimaänderungen anpassen können und welche leider eingehen. Das Vogelzwitschern im Park wird vom Band eingespielt, aber es kommen häufiger auch echte Vögel zu Besuch. In der Karibik hatte Thomas Brownlee sogar einen pinken Flamingo zu Gast. Ja, es gibt schon komische Überraschungen. Die Silvesterparty an Bord ist immer ein Mega-Event, vor allem in der Karibik. Und als wir am 1. Januar zur Arbeit kamen, da lag plötzlich ein Paar hier hinter mir in den Büschen. Sie hatte noch ihr wunderschönes Abendkleid an und er seinen Smoking. Sie waren noch im Tiefschlaf. Ich habe sie dann wach bekommen, aber sie hatten im ersten Moment keine Idee, dass sie auf einem Schiff sind. Sie hatten wohl ein bisschen viel Party gemacht. Naja, ich habe sie dann gebeten, aus meinem Blumenbeet zu verschwinden. Im Central Park gibt es mehrere Spezialitätenrestaurants, bei deren Besuch die Urlauber gut 40 bis 60 Euro pro Person zahlen müssen. Richtig teuer wird der Einkauf in den Noble Shops. Chef-Butler Reno Wagewisser ist auf Shoppingtour. Ich werde mir jetzt ein Geschenk anschauen, das einer meiner Gäste aus der Royal Suite ausgesucht hat. Es ist für den Geburtstag der Ehefrau bestimmt. Rashid, wie geht es dir? Guten Abend, willkommen. Danke, sollen wir reingehen? Natürlich. Betuchte Kunden können an Bord ihr Geld genauso leicht loswerden wie in einer Noble Shopping Passage in Mailand oder Monaco. Rashid, ich glaube, du hast schon alles vorbereitet für die Royal Suite Gäste.
Ja, der Gast hat dieses schöne Teil ausgesucht. Das ist aus unserer exklusiven Kollektion, die wir an Bord haben. Das Design bezieht sich auf Kleopatra. Es ist ihrer Lieblingsschlange nachempfunden. Der Preis beträgt $57.000. Fantastisch. Es wäre schön, wenn du das Armband als Geschenk einpackst und ich es kurz vor dem Abendessen der Gäste abhole. Reno Warkewisser ist für seine Gäste rund um die Uhr da. Wenn ich den Kauf abschließe, dann hat der Gast das Geschenk vorher natürlich gesehen und ausgesucht. Er informiert mich über seine Wahl und ich kann ein paar Ratschläge geben, wenn er noch unschlüssig ist. Es ist ja ein sehr wertvolles Geschenk. Man muss einfach wissen, dass uns die Gäste vertrauen. Wir sind ja auch in der Suite und kümmern uns um ihre persönlichen Sachen, wenn sie nicht an Bord sind. Ich glaube, das ist der besondere Genie-Faktor. Das Vertrauen, das wir aufbauen zwischen uns und dem Gast. Nur so kann man wirklich einen sehr persönlichen Service auf höchstem Niveau gewährleisten. Küchenchef Franz Blum befehligt rund 250 Köche und 100 Küchenhilfen. Morgen Jack, alles gut? Morning, Jack. How are you? Guten Morgen, Sir. Was haben wir hier? Das ist die Honigbohnensuppe. Ja, die sieht gut aus. Und hier, ist das die Brühe? So, wir sind die Fleischbrühe, die Beefbrühe, Beef Broth, die brauchen wir für die Suppen nachher später. Da können wir auch die ganzen Deckel eigentlich können wir rumkippen oder wir können unten aufmachen wieder wie ein Tab. Nur die Suppen werden am Vortag angesetzt. Alle anderen Gerichte werden täglich frisch zubereitet. Das bedeutet, bei 8000 Menschen an Bord, die Küchencrew muss 24 Stunden im Einsatz sein. Wie viele Portionen bereitest du vor? 250. Wie viele? 250. Ja, das wird reichen. Das sind schon große Mengen. Ich meine, im Durchschnitt brauchen wir bei Knochen, zum Beispiel Geflügelknochen nur zum Suppen machen, braucht man etwa 8000 Kilo in der Woche. Und dasselbe mit den Rindsknochen für die Soßen zu machen. Das sind schon große Quantitäten. Der Energieverbrauch wird penibel überwacht. Das hier, das mehr oder weniger, das haben wir jetzt hier auf der Harmony eingeplant. Das ist das erste Schiff, das hat. Das ist, um unseren Stromverbrauch zu monitieren. So, was gemacht haben, die haben wir eingestellt, das schauen, wie viel Strom das wir brauchen und wie heiß das die Küche ist. Und wenn die Küche eine gewisse Temperatur einbekommt, dann wird geschaut, wie viel Ventilation das wir brauchen. So mehr oder weniger kannst du hier die Curve schauen, wie viel Strom das wir verbrauchen, jeden Tag. Und dann siehst du according, wie viel das wir die höchste gebraucht haben am wenigsten. Und das ist sogar monitiert in Miami. Der 46-Jährige versucht in jeder Situation die Ruhe zu bewahren. Aus seiner Erfahrung weiß er, ein so großes Team kann man nicht mit Druck führen. Das ist immer das Schlimmste von den Köchen. Die können immer sehr gut sagen, was schlecht ist, aber nie was gut ist. So, muss halt immer positiv bleiben. Jetzt steht das Taste Panel auf dem Programm. Hallo, guten Abend. Hallo, Chef. So, was haben wir heute auf dem Menü? Lasst uns die Speisen durchgehen. Wanna go through? Wanna run through? Jeder Koch muss von seinem Gericht, das er abends den Gästen serviert, einen Probeteller präsentieren. Franz Blum macht die Geschmacksprobe. Der Nachtisch, der ist gut. Mehr oder weniger machen wir jetzt ein Final Confirmation vom Menü, oder? Weil vieles durch den Tag ist ja schon probiert worden. Die Köche kommen aus der ganzen Welt. Und jeder bringt seine eigene Mentalität mit. Der Chef braucht Fingerspitzengefühl. Auf dem ganzen Schiff haben wir 72 Nationalitäten von der Crew. So, das ist natürlich schon interessant. Am Ende vom Tag muss halt die Leute respektieren, wo sie herkommen. Weil jeder ist natürlich ein bisschen anders, die Kultur ist anders, wie sie auch das Zeug aufnehmen. Und muss halt ein bisschen adaptieren, muss halt schauen, wie mit den Leuten redest oder was sie wollen. Ist schon sehr wichtig, dass man halt dann die Leute auch versteht. Gegen Abend sticht die Harmony wieder in See. Kurs Italien. Für Vanessa Bauer beginnt jetzt ihr Dienst. Die 19-jährige Eiskunstläuferin gehört zum Show-Ensemble und muss ihren Auftritt vorbereiten. Nach dem Gewinn der deutschen Juniorenmeisterschaft und dem Abitur hat die Berlinerin auf der Harmony angeheuert. So verbindet sie Hobby, Arbeit und Reisen. Um als Eiskunstläufer hier auf dem Schiff Royal Caribbean zu arbeiten, ist das Wichtigste, dass man Ausstrahlung zeigt auf der Bühne, dass man die Menschen fürs Eislaufen begeistern kann, dass man zeigt, dass man Spaß hat auf dem Eis und natürlich, dass man auch die technischen Elemente erfüllt. Also, aber das Wichtigste ist wirklich, dass man dieses Show-Feeling in sich selbst hat.
Vor der Show treffen sich die Eiskunstläufer zur Manöverkritik. Vanessa ist die Jüngste in der Runde. Sie muss sich noch an das Leben an Bord gewöhnen. Doch die Gruppe hilft dabei. Wir sind alle ein Team, wir sind eine Gruppe. Wir performen eine Show, die wir zusammen rüberbringen wollen, die wir wollen zusammen begeistern. Und das geht nicht, wenn jeder an sich selber denkt und jeder sein eigenes Ding durchzieht. Ja, wir sind ein gutes Team. Lampenfieber kennt Vanessa nicht. Sie liebt es, endlich vor einem großen Publikum auftreten zu können. Die Eiskunsthalle Studio B fasst rund 1000 Gäste. Die sehen 4 bis 6 Mal pro Woche die Show von Vanessa und ihren Kollegen. Auf der Royal Promenade treffen sich abends die Kreuzfahrer. Hier gibt es Pubs, Cafés und als neue Attraktion die Bionic Bar. 2 Roboter mixen hier die Drinks und tanzen zu treibenden Beats. Die Gäste können sich ihre Drinks selbst zusammenstellen und zwischen Dutzenden von Alkoholsorten wählen. Zusätzlich gibt es 16 verschiedene Säfte und Soda zu mischen. Bezahlt wird, wie überall auf dem Schiff, einfach per Bordkarte oder Wowband. Gehen die Drinks zur Neige, dann melden sich die Roboter und fordern Nachschub. Jasna Carrasco und ihre Kollegin Ayudia sind sofort zur Stelle. Wir müssen 3,5 tauschen. Jasna ist seit 10 Jahren auf Schiffen unterwegs. Doch es ist das erste Mal, dass Roboter ihre Kollegen sind. Wir haben den Robotern Namen gegeben. Sie ist Mix und er heißt Mingle. Beide sind sehr fleißig. Jasna und Ayo schließen die Bar mehrmals am Tag. Die Roboter und besonders die Mischbehälter müssen gereinigt und desinfiziert werden. Zusätzlich geben die beiden Bardamen den Gästen Ratschläge, wie die Tablets für die Bestellung bedient werden können. Hallo und willkommen in unserer Bionic Bar. Möchten Sie etwas bestellen? Gut, dann halten Sie bitte Ihre Bordkarte an das Lesegerät. Sie können jetzt hier unter den klassischen Drinks wählen. Sie drücken auf einen Cocktail, Sie sehen das Rezept und das Mischungsverhältnis und so gehen Sie zurück. Es macht Spaß, selbst etwas zu mixen. Genießen Sie Ihren Drink. Wenn der Cocktail fertig ist, dann stellt ihn der Roboter auf dem Ausgabeband bereit. Nur derjenige, der den Drink bestellt hat, kann ihn auch mit der Bordkarte auslösen. Gut, Aline. Und der Roboter gibt dir jetzt den Drink. Sehr gut. Vielen Dank. Das ist im Grunde ein neues Spielzeug für die Männer. Sie finden es toll, ihre eigenen Cocktails zu kreieren. Sie fühlen sich wie Barkeeper und finden das klasse. Die Harmony ist ein hochseetaugliches 5-Sterne-Hotel mit Unterhaltungsprogramm. So gibt es auf Deck 3 das Arcadia-Theater mit 1400 Plätzen. Auftritt von Ken Rush. Er ist der Cruise-Direktor an Bord. Okay, wir sind fast soweit? Ja, Sir. Sehr schön. Alles bereit für die Show? Ja. Super, das wollte ich hören. Wir fangen also pünktlich an. Und ich möchte dich nur kurz daran erinnern, dass Miguel mit mir rausgeht. Wir machen die Ansage in Englisch und Spanisch. Ich brauche aber nur das eine Mikrofon. So, we'll do it in English and Spanish, okay? But I only still need the one microphone. Wir haben das Grease-Musical genommen, das es schon als Broadway-Inszenierung gab, und haben uns dann den berühmten Film mit Olivia Newton-John und John Travolta angeschaut. Und wir haben einfach aus beiden das Beste ausgewählt. Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin hier oben auf unserem Balkon. Wie geht es Ihnen heute? Sehr schön. Musik wird von allen verstanden, aber vielleicht versteht nicht jedermann Englisch. Sind viele Spanier hier? Sie, und deshalb habe ich meinen stellvertretenden Cruise-Direktor mitgebracht, Miguel. Miguel, komm bitte her und begrüß die Gäste auf Spanisch. Das wird heute ein toller Abend. Wir präsentieren Grease, wie der Film mit Olivia Newton-John und John Travolta. Wir haben eine tolle Eigenproduktion daraus gemacht. Wie Ken gerade gesagt hat, es erwartet sie Grease, das berühmte Broadway-Musical, extra für die Harmony neu inszeniert. Das Tolle ist, dass wir hier an Bord Menschen aus der ganzen Welt haben. Und deshalb braucht man manchmal einen Übersetzer. Aber was immer funktioniert, ist die Musik. Die Leute werden die Show lieben. Der Besuch des Musicals ist an Bord gratis und im Reisepreis inbegriffen.
Auf der Harmony of the Seas ist alles ein Stück größer und gigantischer. Das Hauptrestaurant erstreckt sich über 3 Stockwerke und über die gesamte Breite des Schiffes. Fast 400 Kellner decken die Tische für den Abend ein. Hinter den Kulissen ist jetzt Franz Blum verantwortlich. Die Teller werden erst nach dem Eingang der Bestellungen angerichtet. Die Küchenbrigade muss in 30 Minuten die Gäste mit dem ersten Gang versorgen. Die Kellner haben mehr oder weniger bestellt und jetzt probieren wir natürlich die ganzen Teller parat zu haben, wenn die kommen. Und jetzt schaue ich natürlich, ob die Produktion auch richtig ist und die Leute, die Execution auf der Teller, wo wir auch besprochen haben am Tasting Table. So, das ist sehr wichtig, weil das ist die Zeit, wo es auf den Druckpunkt kommt. Hier muss jetzt richtig sein, weil dann ist der ganze Tag für nichts, wenn hier es nicht richtig rausgeht. Jede Ausgabestation ist für ein bestimmtes Gericht verantwortlich. Also kommen die Kellner, die bringen das Ticket, was sie bestellt haben. Und dann kommen wir hier. Und dann sehen wir dann genau, was wir haben. So, wir haben ein New York Steak und dann das Beef und das Pork und das Steak. Die generalstabsmäßige Planung hat sich gelohnt. Franz Blum ist mit seiner Küchenbrigade im Zeitplan. Die Kellner müssen nicht lange auf die Teller warten. In gut 1,5 Stunden ist der erste Ansturm bewältigt. Dann folgt gegen 8:30 die zweite Essenssitzung mit nochmal rund 3.100 Gästen. 400 Kellner pendeln auf den 3 Decks unablässig zwischen den Küchen und den Speisesälen. Das Essen im Hauptrestaurant ist im Preis der Kreuzfahrt inbegriffen. Nur in den Spezialitätenrestaurants muss extra bezahlt werden. Gratis ist auch die besondere Atmosphäre am Heck des Riesenschiffes. Im sogenannten Aqua Theater, dem Wassertheater, finden abends große Shows statt. Die eigens für dieses Schiff ausgewählten und trainierten Akrobaten und Tänzerinnen zeigen eine artistische Show unter mediterranem Nachthimmel. Das Open-Air-Theater mit seinen rund 800 Plätzen ist fast immer voll besetzt. Rückblick. Das Highlight sind die beiden Trockenrutschen am Heck des Schiffes. Der Name sagt schon alles. The Ultimate Abyss, der ultimative Abgrund, soll für Nervenkitzel sorgen. Verantwortlich für den Bau der gigantischen Rutschen ist Stefan Spiller. Der deutsche Ingenieur überwacht die finalen Arbeiten. Jede der beiden Rutschen besteht im Prinzip aus 15 einzelnen Segmenten. Das hier ist das 15. Segment und dann kommt ein Auslauf, der die beiden Rutschen verbindet. Und diese Segmente werden nach und nach hier reingehoben, werden auf diese Kragarme gesetzt, die das Ganze unterstützen. Das sind die weißen Träger, die man im Hintergrund sieht. Und das ist natürlich schon eine große Aktion, weil teilweise kommt man mit dem Kran hier nicht unter das Oberdeck. Das ist ja hier überdacht. Da muss man dann mit Kettenzügen arbeiten, mit Steigern arbeiten. Die Kreuzfahrtindustrie muss immer neue Attraktionen bieten. Die Reedereien versuchen sich gegenseitig zu überbieten. Daher die Idee, eine gigantische Rutsche zu installieren, um noch mehr Urlauber anzulocken. Die Einzelteile wurden im bayerischen Starnberg gefertigt und dann nach Frankreich zur Montage gebracht. Selbst für Stefan Spiller sind die Zahlen gigantisch. Die Rutsche startet 47 Meter über dem Meeresspiegel. Die Passagiere müssen einen Fischschlund betreten, um sich in die Tiefe zu stürzen. In der 66 Meter langen Stahlröhre rutscht man dann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 9 Metern pro Sekunde nach unten. Also hier sehen wir den Eingang zur Rutsche. Das ist hier dieser extrem spektakuläre Fisch. Der ist gerade noch an den letzten Arbeiten und der soll im Prinzip das Gefühl vermitteln, dass man hier ein bisschen Angst hat, ein bisschen Gänsehaut hat, wenn man hier die Treppe rauf geht. Da oben ist ein Glaspodest, unter einem geht es also 30 Meter runter und man kriegt also schon ein bisschen Nervenkitzel, bevor man in die Rutsche reinkommt. Der Ingenieur will seine Rutsche heute selbst testen. Alright. Wir haben noch ein Problem mit der Anzeige. Sie haben heute früh die Ampelanlage neu verkabelt und jetzt leuchtet diese Seite rot, wenn es eigentlich die andere Seite sein sollte.
Wir müssen das ändern, bevor wir testen können. Das ist ein kleiner Fehler, der heute früh passiert ist. Okay, so that's a mistake that happened this morning. Die Monteure sind noch immer bei der Arbeit. Das ist einer unserer Kletterer und wir sind gerade in den letzten Zügen der Rutsche. Das heißt, wir bessern noch ein paar Kratzer aus, ein paar Farbspritzer, die von der weißen Farbe hier auf die Rutsche gekommen sind. Und die Kletterer sind gerade unterwegs, um das alles auszubügeln. Startfrei in den ultimativen Abgrund. Und wenn ich jetzt den Rekord brechen will, muss ich in schneller als 12,5 Sekunden da unten sein. Das ist bisher der Rekord. Aber lassen Sie es mal ein bisschen wärmer werden auf den Bahamas, wenn das Schiff da ankommt, dann werden die Rekorde vielleicht nochmal gebrochen. Die Gäste müssen spezielle Matten benutzen und sich möglichst flach hinlegen. So werden die höchsten Fallgeschwindigkeiten erreicht. Sehr gut. Sehr gut. Bisschen einrutschen müssen wir so noch und der Dreck von der Baustelle muss noch weg, aber dann macht es Spaß. Das Schiff nutzt Schweröl als Treibstoff, auf See und im Hafen. Deshalb zählen die großen Kreuzfahrtschiffe für viele zu den größten Drecksschleudern, die auf den Weltmeeren unterwegs sind. Umweltoffizier Peter Roy setzt auf die Reinigung der Abgase durch moderne Technologie. Der Maschinenraum ist in zwei Teile untergliedert. Je drei Dieselmaschinen sind an einem Schornstein angeschlossen. Dort arbeitet jeweils eine Abgasreinigungsanlage. Im Hafen muss mindestens ein Dieselmotor ständig laufen, damit genug Energie für den Hotelbetrieb produziert wird. Deshalb bemängeln Kritiker, dass solch ein großes Schiff wahrscheinlich täglich mindestens 150 Tonnen Treibstoff verbrennt und dadurch mehr Schwefel ausstößt und mehr giftige Stickstoffoxide in die Luft bläst als mehrere Millionen Autos. Doch Umweltoffizier Roy widerspricht dieser These. Was Sie hier sehen, ist eine mehrgeschossige Reaktionskammer. Hier wird das Seewasser eingesprüht auf die verschiedenen Ebenen. Die Partikel werden aus den Abgasen herausgewaschen und das dreckige Wasser läuft hier ab. Durch dieses große Abwasserrohr gelangt es zur Behandlungseinheit. Die Anlage saugt das Meerwasser an und sprüht es in die Motorabgase. Der Dreck wird gebunden. So gelangen nur saubere Abgase in die Luft. Das dreckige Wasser wird aufbereitet, der Schlamm später entsorgt und das restliche Wasser zurück ins Meer geleitet. Wir filtern rund 97% der Schwefeldioxidemissionen heraus und reduzieren auch den Ausstoß an Stickoxiden, auch wenn das hier gar nicht verlangt wird. Im Grunde genommen können wir so fast alle Partikel herausfiltern, die beim Verbrennen des Kraftstoffes entstehen. Wir erfüllen alle nur erdenkbaren Vorschriften und gehen weit darüber hinaus. Nach genau 137 Wochen und 3 Tagen Bauzeit wurde die Harmony of the Seas am 12. Mai 2016 der Reederei übergeben. Ein feierlicher Moment für die 2300 Crewmitglieder. Das Schiff fährt unter der Flagge der Bahamas, doch die Reederei hat ihren Sitz in Miami. Deshalb ertönt die amerikanische Nationalhymne. Mit ihren 362 Metern Länge, 66 Metern Breite und 72 Metern Höhe hat das Schiff wirklich gigantische Ausmaße. Es übertrifft sogar ihre Schwesterschiffe Allure und Oasis. Zum Vergleich, die Harmony ist vom Volumen her gesehen 5-mal größer als die Titanic. Auf der Mittelmeerkreuzfahrt hat die Harmony inzwischen den Hafen von La Spezia in Italien erreicht. Während viele der 6300 Gäste einen der Landausflüge gebucht haben, läuft an Bord die Hotelmaschinerie auf Hochtouren. Housekeeping-Chef Gregory Dorkin macht seine Kontrollrunde übers Schiff. Sein Ziel, eine der neuen virtuellen Innenkabinen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Wie sieht es bei dir aus? Kann ich den Raum checken? Du bist schon fertig? Sehr gut, das sieht auch sehr sauber aus. Für die Gäste ist alles vorbereitet? Ja, alles fertig. Okay, great. Just take a look here. Aber hier bitte noch einmal wischen. Da ist noch ein Fleck. Danke, sehr gut. Very good job.
Wir haben zum ersten Mal virtuelle Innenkabinen. Die Passagiere hier verpassen nichts mehr. Sie sehen genau, was gerade draußen passiert. Wir haben 4 Kameras angebracht auf beiden Seiten des Schiffes. Und so sehen die Gäste ein Live-Bild. Sie sehen, wie es jetzt draußen aussieht, als ob sie einen echten Balkon hätten. 2744 Kabinen müssen jeden Tag aufs Neue sauber gemacht werden. Gregorys Crew arbeitet unter einem hohen Zeitdruck. Guten Morgen, wie geht es dir? Alles in Ordnung, Sir, danke. Jeder Steward kümmert sich um gut 2 Dutzend Kabinen. Ich sehe schon, das ist alles sehr sauber. Fein. Wie weit bist du mit dem Raum? Bist du fast durch? Das Bett sieht auch gut aus. Sehr schön. Ich muss den Balkon noch sauber machen. Schaffst du das heute noch, wenn der Raum fertig ist? Balcony washing. Yeah. How far are you with your balcony washing? Are you gonna work on that now? When we finish our rooms, right now we still have 5 more rooms to do. Okay. Ich muss erst noch 5 Kabinen sauber machen und danach fange ich mit dem Balkon an. Okay, der Raum sieht sehr gut aus. Mach weiter so. Noch einen schönen Tag. Danke. Continue. Have a great day. All right? Thank you very much. Yeah. Ich habe unter mir 10 Supervisor und jeder davon betreut ein Passagierdeck. Wir haben jeden Tag stichprobenartige Kontrollen und innerhalb von einem Monat haben wir alle Kabinen einmal gesehen und kontrolliert. Jede Kontrolle wird dokumentiert. Auf Deck 1, ganz unten im Schiff, ist die Wäscherei untergebracht. Wie läuft es mit der Wäsche der Kopfkissen? Die Kopfkissen sind noch nicht gebügelt, aber ich hoffe, wir schaffen das heute Nachmittag. Wir können morgen mit dem Austausch der Bettbezüge beginnen? Am Nachmittag werden wir zwischen 8.000 und 10.000 Kopfkissenbezüge bügeln. Okay. Und den Rest schaffen wir auch. Alle Bezüge sind rechtzeitig fertig? Ja. Lass mal schauen. Okay, great. Let's go. Heute früh haben wir rund 12.000 Servietten für das Windjammer-Restaurant gebügelt. 7.000 bis 8.000 Servietten für das Hauptrestaurant und gut 2.000 Tischtücher. Ja, das kriegen wir für den morgigen Tag fertig. Alle 3 Tage werden die Bettbezüge in den 2744 Kabinen gewechselt. Dafür arbeitet die Wäscherei-Crew im Akkord. Im Grunde ist hier unten 24 Stunden Betrieb, um der Masse an Wäsche Herr zu werden. Besonders schlimm sind die formalen Abende, wenn sich die Gäste in Schale werfen wollen. Wir bekommen vor solchen Abenden bis zu 1000 Wäschestücke, die wir waschen und bügeln müssen. Und das alles muss sehr schnell gehen. Deshalb arbeiten wir dann mit zusätzlicher Manpower. Wir versuchen, alles bis 5 Uhr auf die Kabinen zu bringen, damit sich die Leute in Ruhe zurechtmachen können. 18 Stockwerke weiter oben genießen die Urlauber ein Highlight an Bord. Wellenreiten 70 Meter über dem Meer. Das sieht einfacher aus, als es ist. Denn das Wasser schießt mit hoher Geschwindigkeit auf die Surfer zu. Eine falsche Bewegung und der Spaß endet mit einem Crash. Helen Francis gibt ein paar Tipps, wie man souverän auf dem Board steht. Hauptsache locker bleiben ist ihre Devise. Gleichzeitig muss sie darauf achten, dass sich niemand verletzt. Es sieht vielleicht einfach aus, aber es ist eine echte Herausforderung. Die Leute lieben es einfach. Helen möchte den Job auf der Harmony noch ein paar Jahre machen. Wie viele Crewmitglieder hat sie das Kreuzfahrtvirus gepackt? Die Faustformel lautet: Wer den ersten Vertrag übersteht und wieder anheuert, der bleibt dabei. Für Helen ist der Job optimal. Sie kann auf dem Surfbrett die Welt kennenlernen. Ich komme jeden Tag mit Leuten zusammen. Wir bauen auch mit vielen Gästen eine Beziehung auf. Wir wissen, was sie mögen und was sie nicht mögen. Wir lernen sie einfach gut kennen. Und ich treffe wirklich tolle Menschen in unserer Crew. Und dann kann ich auf unseren Reisen viel sehen. Je nachdem, auf welchem Schiff ich bin. Es ist wirklich ein tolles Leben an Bord. Noch 24 Stunden. Dann erreicht das Mega-Kreuzfahrtschiff wieder Barcelona. Und 6.300 neue Gäste werden ungeduldig am Pier warten, um mit dem neuen Superschiff in See stechen zu können.